Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist es soweit, die Samsung Galaxy Watch 4, die ihr hier sehen könnt, bekommt ihren Nachfolger oder beziehungsweise ich habe den Nachfolger bekommen und zwar die Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Und warum nachher Pro wichtig ist, gucken wir uns in den folgenden Videos mal an. Aber in dem Fall habe ich hier eine Samsung Galaxy Watch 5 Pro ohne LTE und in Schwarz bestellt. Und die schauen wir uns in diesem Video erstmal ein kleines bisschen genauer an. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, ich habe mich für die Pro-Version entschieden, im Wesentlichen aufgrund des größeren Akkus und das Gehäuse ist halt noch aus einem anderen Material, aber das war für mich eher untergeordneter Natur. Wir haben hier eine Nicht-LTE-Version vorliegen, seht ihr jetzt hier auch nochmal auf der Rückseite, denn da sind die verschiedenen Möglichkeiten aufgeführt. Also wir haben Bluetooth, Wi-Fi und GPS, das denke ich überrascht keinen, aber eben kein LTE, weil ich das bei mir einfach nicht brauche und deswegen mir das einfach gespart habe. Ja, ihr braucht Android 8 und 1,5 GB RAM, um die Wearable App zu betreiben. Also insofern ist das schon relativ wichtig, dass euer Smartphone die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Und dann gibt es hier noch ganz viel mehr Text. Und hier unten im unteren Block seht ihr der Samsung Health Monitor. Da müssen wir in den zukünftigen Videos nochmal rausfinden, ob der mittlerweile auch für andere Smartphones verfügbar ist oder weiterhin nur für Samsung. Das kriegen wir aber noch raus. So, jetzt packen wir das Ganze aber erstmal aus und dazu trennen wir zunächst mal die beiden Siegel hier auf. 1 und 2. Genau. So, und dann gucken wir mal, was Samsung hier mit reinpackt. Ich meine, im Wesentlichen dürfte das natürlich die Uhr sein, aber wir schauen mal, was noch on top kommt. So, da haben wir einmal die Uhr und dann haben wir hier rechts ein glänzendes Inlay. Das war das schon immer glänzend? Ich weiß gerade gar nicht. Sieht auf jeden Fall erstmal etwas, ja, glänzend halt aus. Aber gut, soll uns nicht weiter stören, wie die Pappverpackung aussieht, sondern uns interessiert natürlich, was drin ist. Und wir erwarten hier erstmal Bedienungsanleitungen und Garantiekarte. Das ist ja so der Standard, der immer mit drin ist. Und da sehen wir hier, okay, Quick Start Manual. Warranty, genau, zwei Garantiekarten, okay, für uns jetzt im ersten Schritt mal weniger relevant, ist da noch was drin? Nein, dürfte nichts drin sein. Auf der anderen Seite dann das neue Ladepad, das im Übrigen und das vielleicht zur Information schon mal, bevor wir uns dann in den kommenden Videos auch die Ladekapazitäten und Lademöglichkeiten angucken, das jetzt mit 10 Watt statt vorher meine ich mit 5 Watt lädt. Das soll dazu führen, dass die Uhr deutlich schneller lädt als in der Vergangenheit und das war ja wirklich auch immer einer der Kritikpunkte an der Galaxy Watch 4 und 4 Classic, dass das da entsprechend relativ lange gedauert hat. Hier seht ihr das neue Ladepad mit dem entsprechenden Ladegerät, soll das jetzt natürlich dann auch deutlich schneller gehen als noch beim Vorgänger. Ob das nachher auch so ist, das schauen wir uns dann in einem der kommenden Videos an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt natürlich gerne auf Abonnieren, denn in den kommenden Tagen kommen jede Menge Videos zur Galaxy Watch 5 Pro. Ja, und da ist sie auch schon, die Galaxy Watch 5 Pro in Schwarz. Ja, optisch erstmal sehr ansprechend, aber das gucken wir uns jetzt im nächsten Step dann nochmal genauer an. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt die Watch 5 Pro nochmal ein bisschen im Detail an. Also ihr seht hier einmal, dass wir keine drehbare Lünette mehr haben. War ja beim Vorgänger bei der Classic noch der Fall. Haben wir jetzt hier nicht mehr. Ich vermute mal, dass es eine digitale Lünette gibt. Wobei ich auch da nicht ganz sicher bin. Das finden wir aber auf jeden Fall natürlich in den kommenden Videos noch raus. Denn durch diesen Überhang des Gehäuses bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wurde. Aber wir gucken es uns an. Apropos Gehäuse, das Display hat 1,4 Zoll und ist geschützt durch Saphirglas und die Auflösung vom Display sind 450 x 450 Pixel. Das Ganze ist in der Pro-Version aus Titan und ihr seht hier aus so einem etwas matten Titan. Gefällt mir persönlich optisch sehr, sehr gut. Muss man natürlich wissen, also am Ende ist es irgendwie ein bisschen natürlich auch Geschmackssache. Ne? Hier auf der rechten Seite findet ihr einmal noch das Mikrofon. Und die beiden Tasten, um das Ganze danach auch bedienen zu können. Auf der linken Seite, habe ich gerade eben unterschlagen, haben wir hier den Lautsprecher. Ja, ansonsten erstmal optisch, ich finde es recht ansprechend. Die ist natürlich schon sehr dick, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Gucken wir uns erst nochmal das Armband an. Das ist hier in meinem Fall das Armband, was standardmäßig, zumindest nach meinem Kenntnisstand, zukünftig auch mitgeliefert wird und was zu dem Endpreis führt von 469 Euro. Es gibt online in der Konfiguration auch noch günstigere
günstigere Armbänder, die dann auch dazu führen, dass die Uhr insgesamt günstiger wird. Aber Armbänder ist sowieso so ein Thema. Die Stegbreite ist hier 20 mm. Ihr könnt nach, zumindest sieht das hier so aus und ich glaube, das ist auch so, eure Armbänder von der Galaxy Watch 4 weiterverwenden, was ich natürlich persönlich super finde, weil ich habe einige Armbänder für die Galaxy Watch 4 und dass ich die jetzt hier einfach weiterverwenden kann, ist natürlich eine tolle Geschichte. Gucken wir uns die Rückseite nochmal an. Da haben wir natürlich zum einen hier den Bioactive-Sensor, der für die ganzen Gesundheitsfunktionen bei Samsung zuständig ist. Und ihr seht hier noch so eine kleine Mulde, die links davon ist. Das ist ein Sensor, der, zumindest habe ich so gehört, wenn ihr mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, der für die Körpertemperatur ist. Und dann haben wir hier noch die Quick Releases für das Armband. Ja, ansonsten seht ihr hier, dass die Uhr tatsächlich sehr, sehr dick ist. Insbesondere auch zum Vergleich zum Vorgänger, hat aber jetzt einfach auch eine Akkukapazität von 590 mAh. Das soll ja einen wesentlichen Kritikpunkt an der Galaxy Watch 4 ausmerzen, nämlich die Akkulaufzeit. Und hier seht ihr nochmal im Vergleich, also die Watch 4 in der normalen Version ist deutlich, deutlich dünner als die Galaxy Watch 5 Pro. Aber all diese Themen, ja, Akkulaufzeit und so weiter und so fort, Einrichtung, all das kommt in den kommenden Videos. Wer da dabei sein möchte, drückt gerne unten auf Abonnieren. Ich würde mich freuen, mit euch durch die Videos durchzugehen. Wie gesagt, der Preis 469 €. Ich habe bisher einen sehr positiven Eindruck. In den kommenden Videos dann deutlich mehr dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Uhr bisher findet. Und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.